Beschwörung hatten und weil sie Belias nicht hatten. Kollapssplitter, ja, das ist schon cool. Item, mit dem man Kollaps sprechen kann. Mutter Granate. Hallo Mama. Ja. Ich finde es irgendwie nicht sinnig, Bombermonster dazu abzustellen, ein Gebäude zu schützen. Das ist... Nein! Mitrigolens, juhu. Und, ach, wir sind immer so ein paar Viecher vor Seite 2, das ist blöd. Eigentlich wäre ich auch nicht schade, wenn ich so ein Viech nie wiedersehen müsste. Ätzend. Und der Lichtalb. Jedes Elementar muss man ihn zweimal töten, um die zweite Seite zu kriegen. Und das machen wir bestimmt irgendwann noch. Und jetzt zu guter La hoppla. Unsere drei anderen Bosse erstmal. So. Tada. So. Irgendein komisches Pflanzenviech. Und nicht zuletzt unser komischer, ziemlich schlichter Drache. Und jetzt zu guter Letzt die spannende Geschichte von Smyasa. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Vincent aus Final Fantasy 7, aber pst, das werden die Fans nicht gerne hören. Okay, der ist einfach nur mies drauf. Allgemein, das ist eine Die. Oh mein Gott. Ja, okay. Interessanterweise haben wir hier das erste Mal, glaube ich, eine andere Esper erwähnt bekommen. Ich achte schon immer drauf, ob die... Es wird ja immer ein Gegenstück erwähnt. Das ist nie eine Esper, die man sonst kriegen kann, soweit ich weiß. Aber hier wurde das erste Mal eine wirkliche Esper erwähnt, die man kriegen kann, nämlich Cherub Ultima. Ist natürlich, wie der Name schon sagt, einer der härtesten Esper. Keine Ahnung, ob wir die schaffen werden. Ich weiß nicht mal, wo sie ist. Aber auf jeden Fall kann man Ultima als Esper bekommen. Ja. Geht halt. So. Das ist kein Speicherkristall. Das ist ein seltsam beleuchteter Standortwechsel. Mit viel, ganz schön viel Platz drin. Viele Busch, Busch und Trara. Hä? Achso, das war hinter dem Drachen. Oder bei dem Drachen, oder wie auch immer. Standortwechsler der Götter. Na gut. Zurückgehen ist ja nicht. Also, sagen wir mal, ja. Was immer das da ist, wir suchen es. Wir suchen es. Pantheon der Götter. Oder Pantheon der Unsterblichen. Was?
das ist Giro Vegan? Where is everyone? Fear not, Princess of Dalmasca. We Okuria have chosen you, and you alone. Ashalia Banarg and Dalmasca, we see your heart desires power, and power most holy shall we grant. Seek you the Sunchrist, slumbering star, in tower on distant shore it dreams. The mother of all Nethersite, the source of its unending power. The Dynast King, his fallow shards, coarse trinkets cut from Sunchrist's light. Such power exists? In times that are long passed away, we sought to save this Ivalice, and chose Wraithwall, the Dynast King. He took the sword, and cut the Christ. Three shards he took from its guilt grasp, and so became the Dynast King. His words and deeds run through your veins. That's why I was given it, the Sword of Kings. The treaty held with kings of old is but a memory, cold and still. With you, we now shall treat anew, to cut a run for history's flow. Now take this sword, this treaty blade, the Curian seal, mark of your worth. Cut deep the Christ, and seize your shards. Wield Dynast King's power. Destroy Vanar. But Vanar... Vanar's an Akurian. A being like you. Vanar is a heretic! The Nethersite is ours to give to chosen bearer, or to none. The heretic trespassed, and set the rose of knowledge in man's hand. With imitations they profane. It is anathema to us. We give you now the stone and task. Administer judgment. Destroy them all. Judgment? Destroy them all? The Empire? The hues ever skew. History's weave. With haste, they move through two short lives. Driven to err by base desires. Toward waste and wasting, on they run. Undying, we Okurian light the path for wayward sons of man. Oft did we pass judgment on them, so that Ivalice might endure. Eternal, we are history's stewards, to set the course and keep it true. The chosen is our hand, our fist, to let live some and crush the rest. Princess, you have been chosen. Take revenge against those who stole your kingdom. Fulfill your role as savior. Attain to your birthright. What's with these Akuria? What gives them the right to tell you what to do? Will you take revenge, as they ask? Huh? We could not see them, but we heard the Akuria speak. They may be gods, but we are the arbiters of our destiny.
Your Highness, I'm against this. The Empire must pay, but destruction? Does anyone know what happened to Dr. Cid? Wasn't he saying he'd be here? He should have arrived by now. And I should have realized by now. He's not coming. He laid out the bait, and we bit. Remember what he said? He wanted Ash to get the stone. He wanted that all along. That's why he flaunted his Nethersite and reeled us in with his stories about Gedo Vagan, all to bring Ash to the Okuria. But wait, if we got a hold of the Nethersite, wouldn't that be bad for the Empire? Maybe he wants to see what happens when foes with Nethersite collide. That'd be just like Dr. Cid. I will search out the Suncrist. History is built by our hands. That's his favorite line. He'd never stand by and watch the Okuria stones shape things. So, he was talking to Vanar all along. He wasn't mad at all then, was he? Jo. Das war mal. Restore Dalmasca's sovereignty and make our amends with Lady Ash. It's the only way to avert war. It is a war of necessity. Your Lady Ash herself is bent on it. She desires it above all else. She will not rest until her revenge is full wrought. I fear you misread her intent. She would sooner shun war than embrace it. You are young, Larsa. And you presume beyond your ken. Then let us look closer. Judge Gebronth. I would have you seek after the Lady Ash and adjudge whether she makes overtures of peace or war. Yours shall be the eyes of the Empire. And should I espy war, I am to put her to the sword. Is that your wish, Excellency? It will not come to that, I am sure. I have faith in her, faith in you both. On you, Gebranth, shall I wager all our fortunes. As you will. That so sweet a child could be your brother is hard to believe. Larsa is as he should be. What's that, Vanar? Ah, taken the bait already, have they? Splendid. The Okuria have given the princess her treaty blade. The gods have chosen their scribe to write history as they deem fit. Yes, and she with fresh Nethersite to aid her. Bah, to hell with the Okuria and their stones. What good? A power that cannot be harnessed. Baubles best suited for study, no more. We conquered two kingdoms that you might study these baubles. Oh, I am grateful for the sacrifice. Without it, manufactured Nethersite would have eluded us. An unrivaled weapon, I warrant you. Tell me, Vanar. Have I not been an apt pupil? My counsel did but guide your able hand. Through power of man, the stones did you perfect. Yes. So much accomplished in 6 fleeting years. Man's fervor o'er all obstacles prevailing. Our lives are much too short. You undying might waste long centuries away, but we, I fear, cannot. Just so. Had we more time, we might have availed ourselves of more prudent measures. Your greatest work still lies before you. Not lightly will the Okuria allow you to wrest the reins of history from their grasp back into the hands of men.
Indeed. What claim does Geron have on history's reigns? Seated on throne immortal, rent from time. For your ascendance, Vayne, I offer prayer. May you attain all that which is your due. Attain it I shall. For too long have my deeds gone unrewarded. In tower on distant shore dreams the Sun Christ. Do these words mean aught to you? Didn't Redda say he was going to follow some other course? Maybe he found out something that can help. I'd rather stay out of that Sky Pirate's debt, thank you. What's wrong with Redis? I mean, if you can't trust your own kind, who can you trust? You're an expert on pirating now, are you? Tada! Gut! Das war mal einiges Neues und ungewohnt klare Worte. Ich glaube, es hängt ganz weg zu. Nee, die Welt nicht. Nee, gut, muss sein. Muss sein. Fakt ist, diesmal wird uns vermutlich die arkadische Armee nicht über den Weg laufen. Ich meine, sie wollen ja letztendlich, dass wir hier sind. Ich persönlich glaube ja, dass das Imperium nicht nur dahinterher ist, dass wir ihnen ein paar dass nicht nur sehen wir, was passiert, zwei Netizite mit ihren Kräften kollidieren oder dergleichen. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch hinter dem Schwert her ist. Hinter dem Paktschwert. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er sich damit theoretisch so viele Netizite beschaffen könnte, wie er wollte. Und ich meine. Ne? Er mag die Netizite für nicht sehr gut halten, aber sie sind immer noch sein Forschungsmaterial. Das ist übrigens das Schwert des Paktes. Dazu dem Schwert der Könige. Es sieht anders aus. Gut. Ja, na, wir speichern doch mal. Sicher. Einiges gehabt, das wir sacken lassen können. Es scheint fast, als sei von den ganzen Leuten da, Benar und Sid, ja gut, Ausnahme Larsa, Vayne fast noch einer der Gemäßigteren. Ich meine, er ist zwar bereit, wirklich alles zu tun für sein Imperium und für das, was er glaubt, was ihm zusteht, aber sind wir mal ehrlich, der wurde ja irgendwie auch so erzogen, ne? Also, aber er ist bereit, alles zu tun, aber es ist nicht so, dass er sagt, es muss Krieg sein. Dann spricht er immer davon, ja, von weniger martialischen Maßnahmen und so. Vielleicht lässt sich ja irgendwann noch mit ihm reden und der letzte Boss ist gar nicht Vayne, sondern Sid. Verdammt, wo ging es jetzt lang? Das ist Nummer 3. Ich gehe noch mal. Habe ich echt den Rückweg? Achso. Ja gut, bis zum Telekristall müssen wir zurück, was ja auch nur die zweite Hilfe des Dungeons ist. Oh, warte mal. Ach Gott, das geht immer noch nicht. Ich hoffe gerade, dass wir nicht zurück über den großen Ringgang müssen, dass der Telekristall unten stand, sonst wäre das super lästig. Schon mal Wechsler 4. Deswegen ist die Nummerierung gestanden, Wechsler ist praktisch. Na, eigentlich ist es egal. Jetzt ist sie halt passend. Ach ja, Lizenzpunkt. So. Smyaza. Wer hat erst eine S-Bar? Martins. Elias. Na gut, dann kriegt man hier die. Ich glaube die. Oh, was bleibt?
Miasa für 50. Das wird dann wohl auch nicht das Zweier sein. Bam. So. Ja. Soweit klar. Probieren wir irgendwann mal aus. Schien mir ja auch letztendlich ein relativ straightforward Bestia zu sein, Esper zu sein, mit ordentlichem Schaden. Schöner Portion Fernkampf vor allem. Es scheint, dass der Todesblaster irgendwie zwei Optionen hat, was er machen kann. Also entweder diese 2500 Schaden oder eine ganze Portion Zustände. Oh, ich wundere mich gerade, dass wir die ganze Zeit so Glück haben mit Zufallszauber. Aber haha, das ist ja gar nicht Zufallszauber. Ups. Gott, diese Seitenpfade ist irritierend da. An der Stelle, wo Techniken sind und wo Items anfangen. Techniken! Haben schon alle Techniken? Dummerweise ja. Verdammt. Ja, wahrscheinlich die Lizenzpunkte werden sich jetzt einfach anhäufen. Und irgendwann dann in irgendwelche nutzlosen Waffenlizenzen verpulvern. Wechsel 6, dann kommen wir zum 7er zurück und sind damit wieder im normalen Bereich und nicht mehr in diesem nächsten Kopf. Oder? Man hat immerhin gerade noch Hass verwenden können. Oder? Wieder nur ein Gang. Oh Gott. Ich erinnere mich gar nicht an so viele lange, gerade Wege, auf die so hergekommen sind. So viele, wo doch ganz am Anfang war es sehr linear, stimmt, ich erinnere mich. Ach Gottchen. Lass mich hier raus. Bereits da. Oder so ähnlich, ich habe keine Ahnung. Ah, da. Ich dachte echt, jetzt wäre hier irgendwie eine Sackgasse und ich hätte irgendwas übersehen. Bumpf! Diese Zustandsstelle! So geil. Diese Masse von Zuständen. Wäre jemand so gut? Bitte, danke. Danke. Und vorbei. Ja. Zu langsam. Was? Ein Tor, das noch geschlossen ist? Ich dachte, wir hatten alle aufgemacht. Und da hinten noch ein Hä? Scorpius-Tor. Ich bin verwirrt. Okay, fuck it. Ich will hier weg. Keine Lust mehr. Ja, ich meine, Herrgott, es war einfach zu sehen. Und wir sind vermutlich hier aufgetaucht, haben das Tor übersehen. Hinter uns war der Gang, der zum Schalter führte. Und hinter dem Scorpius-Tor ist dann ein Pott. Ein Pott-Edelstein. Und dafür machen wir den ganzen Umweg. Und da ist dann eine High-Enter drin oder sowas. Muss ich nicht haben, ich bin ganz ehrlich. Nein, warum? Warum tut ihr mir das an? Das kann nicht euer Ernst sein. Das kann so doch nicht gewollt sein. Ist das zum Kotzen? Haben wir eigentlich einfach da.
Nee, aber hinter dem Tor des Windes kam sofort der Bereich mit, wo wir zu den Okuria hochgeteleportiert wurden. Seit wann sind hier Monster? In diesem Bereich waren letztes Mal keine Monster. Nicht ein einziges. Ich habe gerade ein ganz mieses Gefühl. Dieser lange Rückweg schien mir schon verdächtig. Weil sie uns halt zwingen, hier lang zu laufen. Es gibt keine Rückteleportationsmöglichkeit. Yeah. Da könnten halt sonst was für Geschehnisse und Sequenzen wieder auf uns warten. Und das ist, finde ich, halt einfach verdächtig. Wie sie davon haben wir, glaube ich, Portal 1 nicht gefunden. Doch, natürlich. Nach dem Kampf gegen Smeersa. Smeersa, was auch immer. Ich will hier raus. Ich muss echt den ganzen Scheiß wieder hochlaufen. Alles voller Monster. Das finde ich wirklich unnötig. Ich glaube, in den ganzen bisherigen Gräbern hatten sie doch auch immer Rückwege angeboten, die das irgendwie zumindest verkürzen. Aber hier mehr so, nö, fuck you. Leider. Oder spiele nie mehr weiter, weil du anders nicht mehr. Na gut, wir haben keine Wahl. Wahrscheinlich gibt es eine andere Möglichkeit. Ich habe sie übersehen und denkt euch gerade alle, Alter, warum tust du dir das an? So unnötig, die nächsten zwei Parts wirst du nur zurücklaufen. Tja, Leute, Pech. Das bedeutet, dass wenn man ein Spiel blind spielt. Das nächste Spiel, das ich spiele, nicht mehr blind. Können wir sie zählen, kenne ich wieder in- und auswendig. Beinahe. Dann gibt es das Problem. Aber bis wir damit fertig sind, also bis wir das hier haben, müsst ihr noch damit leben, dass ich den einen oder anderen Deppenfehler mache. Die eine Seite, die Hälfte von euch wird sich um mich denken, oh mein Gott, warum denn muss das sein? Und die andere Hälfte denkt sich, yay, so muss es sein. Dann kannst du nie allen recht machen. Damit müsst ihr einfach leben. Ich könnte natürlich auch sagen, hey komm, ich lasse R2 gedrückt, hoffe, dass man, gib mir Dubli, halte R2 gedrückt und laufe hoch, hoffe, dass ich es überlebe. Aber sind wir mal ehrlich, das ist noch schlechter. Zumal die Viecher hier ja reichlich Stopp und Gemar und all möglichen Krams haben, der einen aufhält. Das ist vielleicht einfach auch nicht die beste Methode. Pott. Weißzahn, wie viele Weißzähne es hier gibt. So, was ist der kürzeste Weg? Ja, vorne. Also die nördlichere von beiden Schleifen ist definitiv kürzer. Ja. Ja gut, Öl ist nicht so dramatisch, wir haben natürlich keine Feuerzauber. Zauberer. Aber Virus ist nicht so toll, ich habe kein Vakzin mehr. Ah, aber ich habe den Zauberarm hier. Genau, da war ja was. Genau, da war ja was. Öl, ja mein Gott. Ja doch, die hier zaubern sogar manchmal Feuerer. Aber sind wir mal ehrlich, was für uns Feuerer. Gerade bei ihr, die viel Magieverteidigung hat. Nicht wirklich schrecklich. Apropos Feuer.